Boah, warte mal, die Urlaubsbilder und die alten Daten, die Dokumente, die ich gesucht habe, waren die hier auf der Terabyte-Platte von dem letzten PC gewesen? Oder war das eher von dem PC davor? War das auch schon eine Terabyte-Platte gewesen? Nee, es kann auch sein, dass es auf dem Laptop gewesen ist. Ich habe ja noch hier die Laptop-Festplatten liegen, die 500 GB, 2,5 Zoll. Auf was für einer war es denn gewesen? Oh Mann, soll ich das jetzt alles in den Computer wieder einbauen, um nachzugucken? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Onkel Bogi und falls du genau dich in so einer ähnlichen Situation wiederfindest oder vielleicht auch nur gezielt nach diesem Artikel geschaut hast, wer weiß, haben wir vielleicht genau das Richtige für dich. Und zwar schauen wir uns heute mal die Fideco Docking Station an. Es ist eine HDD bzw. SSD Docking Station für 2,5 und 3,5 Zoll Festplatten. Sie wird per USB an den Computer angeschlossen und sie hat ein kleines Schwankerl. Ja, sie bietet eine Offline-Klon-Funktion. Was es mit dieser Offline-Klon-Funktion auf sich hat, beziehungsweise was wir hiermit noch machen können, darüber gehen wir in diesem Video mal im Detail ein. Wir werden das Ganze auch auspacken, es ist noch ungeöffnet und wir werden uns das Ganze anschauen. Wie man schon direkt sehen kann, haben wir hier an der Front zwei USB 3.0 Anschlüsse und wir haben auch einen Kartenslot bzw. auch einen TF-Slot. Und dort könnt ihr hingehen und eure, ja was ich, Datenkarten, SD-Karten vom Camcorder oder aus dem Handy mit dem Adapter anschließen und bräuchtet nicht extra nochmal einen USB-Adapter oder vorne ein Slotblech. Mittlerweile haben ja viele neue Gehäuse diese Slotbleche nicht mehr, wo ihr dann eure Daten rausziehen könnt, um sie anzuschließen oder sowas. Ja, das Interessante ist, bis zu 16 Terabyte Festplatten werden unterstützt. Wir haben hier einen USB 3.0 Support, der ebenfalls auch 2.0 und 1.1 unterstützt. Und wenn man jetzt sagt, ich brauche diese USB-Ports nicht und ich brauche auch den Kartenslot nicht, dann kriegt man für ungefähr 10 Euro weniger. Also aktuell ist es so, dass es 10 Euro weniger kostet, weil ohne diese Anschlüsse bei 31,99 und aktuell so wie sie hier ist bei 41,99 bei Amazon. Aber ihr wisst ja, Preise ändern sich sehr schnell und ja, ich habe lange den Markt sondiert und habe mal geschaut, welche Dockingstation hilft mir denn? Warum überhaupt eine Dockingstation? Ich meine, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, was ihr hier auf dem Tisch seht oder sowas. Nicht jeder hat daheim 30, 40, gut, das liegen hier keine 30 Platten, wir haben hier nur, weiß nicht, 20 oder 25 Platten noch rumliegen, aber auch hier bei mir sind wirklich noch Daten drauf, weil ich aber auch als Content Creator entsprechend viel Videomaterial habe. Deswegen hier, ihr seht es so, diese 4 Terabyte Platten kaufe ich momentan alle 3 Monate, weil der Plattenplatz mir nicht ausreicht. Und solltet ihr jetzt aber kein YouTuber sein, einfach nur Spaß haben am Videoschnitt zum Beispiel oder viele Fotos machen hochauflösend oder Videos haben, dann habt ihr gegebenenfalls auch größere Datenmengen oder wenn ihr irgendwie ältere Sachen digitalisiert habt. Ja. Und welche Möglichkeiten hat man denn bisher gehabt, dann auf alte Platten oder ja genau, einfach nur vielleicht auch auf alte Platten zuzugreifen, die zu Hause noch liegen. Man hatte bisher immer die Möglichkeit, man konnte sich zum Beispiel so einen 2,5 Zoll Rahmen holen, so ein Gehäuse, schön hier aus Acryl, dass man auch sehen kann, was eine Platte drin ist und konnte sie an den PC anschließen, um auf die Daten zuzugreifen. Man konnte das Ganze auch mit 3,5 Zoll, da braucht ihr in der Regel ein externes Netzteil, dann habt ihr auch so einen großen Trümmer da rumliegen. Oder aber ihr macht es mit einem Logi-Link Adapter zum Beispiel. Aber dieser auch so ein Logi-Link Adapter ist per USB an den Computer anzuschließen. Ihr habt dann die Möglichkeit halt auch per SATA eine Festplatte anzuschließen. Sogar auch Support hier neben für IDE-Platten. Also genau, IDE ist ein guter Punkt auch. IDE-Festplatten kennt ihr noch, die gab es früher mal. Das sind die mit denen, wo dann hier diese Steckerleiste ist, ja, wo dann hier die mehreren Anschlüsse sind, 40 Poly, glaube ich. Und zwar, wollen wir nachzählen, lieber nicht. Aber im Endeffekt ist es so, dass ihr diese auch nicht in der Dockingstation nutzen könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich will aber auch auf die IDE-Daten zugreifen, dann ist die Dockingstation wahrscheinlich nicht das Richtige. Dann solltet ihr eher mit so einem Logi-Link-Adapter arbeiten. So, jetzt ist aber die Sache, was könnt ihr mit so einer Dockingstation machen? Ihr könnt sie per USB an den Computer anschließen. Wenn ihr jetzt schon mal direkt fragt, wie weit muss die vom Computer wegstehen, also wie weit kann sie maximal wegstehen. Das Kabel ist mit dabei, ist das USB-Kabel, soll angeblich 80 cm lang sein und der Netzteilanschluss, also ihr braucht natürlich eine Stromversorgung, liegt bei 1,20 m. Jetzt habt ihr die Möglichkeit an so einer Dockingstation zwei Platten. Ihr könnt da meinetwegen eine 2,5 Zoll oder eine 3,5 Zoll oder in Kombination oder 2x2,5 Zoll oder 2x3,5 Zoll, wie ihr es ganz gerne halt möchtet, an den PC anschließen und könnt dann über die USB-Schnittstelle, egal ob Windows 7, Windows Vista, Windows 8.0, 8.1, Windows 10, Mac OS in den Versionen 10.4 und 10.11,
zugreifen. Und das Lustige ist, ihr habt doch die Möglichkeit, auch für diejenigen, die von euch Konsolen und sowas nutzen oder an den Fernseher anschließen wollen, um auf die Daten drauf zuzugreifen, könnt ihr auch. Ihr könnt sie an den TV hängen, ihr könnt sie an die PS4 hängen oder an die Xbox. So, jetzt hatte ich ja davon gesprochen, dass man auf die Platten zugreifen kann. Das heißt, wir werden es testen, mit zwei eingesteckten Platten, sollten wir zwei Laufwerksbuchstaben im Windows sehen, insofern die Platten formatiert sind logischerweise und ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen ist. Das Ganze könnt ihr in der Datenträgerverwaltung machen. So, darum geht es aber nicht. Es hat nämlich noch eine andere Funktion, und zwar diese Klonfunktion, Offline-Klonfunktion. Das heißt, ihr braucht nicht mal einen PC zum Klonen von Festplatten. Wann müsst ihr Festplatten klonen? Im Normalfall gar nicht, aber angenommen, ihr habt jetzt noch einen PC zu Hause, der über eine Harddisk verfügt, also noch eine HDD, und wollt die gerne auf eine SSD umziehen, dann müsst ihr ja einen Klon machen, damit auch der Bootsektor von Windows wieder funktioniert und ihr auch dann von dem System wieder booten könnt und eure Daten wieder ganz normal da sind. So, dafür müsst ihr euch Software runterladen. Diese Software muss nicht unbedingt Geld kosten, nein, es gibt auch sehr viel Freeware-Lösungen, aber es ist halt immer wieder mit Arbeit verbunden. Ja, ihr braucht dann entweder einen bootbaren Stick, von dem ihr bootet, ihr müsst euer Computergehäuse aufmachen, müsst die beiden SATA-Kabel anschließen, gegebenenfalls hat das Netzteil nicht genug Steckermöglichkeiten etc. etc. Die Liste ist lang, die hier zu Problemen führen kann, und von daher bietet sich so eine Offline-Klonfunktion an. Sprich, diese Dockingstation hat ein Stück Software mit drauf, die schon direkt den Klon für euch erstellt. Das heißt, ihr könnt von Slot 1 auf Slot 2, also ich denke, dass es von Slot 1 auf Slot 2 ist, andersrum wird es ja wenig Sinn ergeben, Platten einstecken, könnt vorne diesen Knopf gedrückt halten zum Klonen und dann klont er euch die Festplatte. Ja, da stellt sich mir direkt mal, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, wenn ich diese, also ich möchte sie nutzen, um Daten auf die Festplatten zu kopieren und schnell auf meine Daten auf den Festplatten zuzugreifen, ohne jedes Mal meinen Computer aufmachen zu müssen, ohne jedes Mal einen externen Plattenkäfig zu öffnen etc. Ja? Also möchte ich sowas nutzen. Jetzt habe ich natürlich Angst, wenn zwei Platten drinstecken, auf denen meine Daten sind und die Platte geklont werden könnte, wenn jemand auf den Knopf kommt und mir auf einmal einen Klonvorgang anstartet und die Daten auf der zweiten Platte unwiderruflich verloren gehen. Aber auch das werden wir in diesem Video testen. Wir werden einfach hingehen, wir werden mal eine Datei drauf kopieren und klonen einfach mal Festplatte 1 auf Festplatte 2, schauen danach nach, wie es ist, wie es, wenn man einen Klon auf verschiedene Festplattengrößen gemacht hat, und wir werden das uns alles mal anschauen. Aber als allererstes brauchen wir hier mal ein bisschen Platz, bevor wir das gute Stück auspacken. Und deswegen werden wir jetzt mal hier einen kleinen Schnitt machen und ich räume mal die ganzen Festplatten weg. Die wandern wieder alle in den Schrank und werden hoffentlich so schnell nicht wieder verwendet, weil ansonsten ist es halt Arbeit. Ja, also wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und zwar haben wir jetzt ein bisschen Platz gemacht und schauen jetzt mal hier rein. Übrigens, die Platten, es ist nicht in Summe 16 Terabyte. Ihr könnt bis zu 2x16 Terabyte nutzen oder halt kleinere Platten. Aber es ist schon interessant, dass das alles auch mit so großen Platten geht. Und wie auch bei meinen anderen Videos, ist es immer, es wird hier erstmalig geöffnet. Was haben wir? Okay, hier ist die Dockingstation schon mal. Das Ganze ist made in China, hat aber hier deutsche Distribution irgendwie draufstehen, weil im Endeffekt steht hier unten drauf, dass es made in China ist, aber steht jetzt die Anschrift gar nicht drauf, aber steht nebendran Bella Kukul GmbH aus Berlin. Und das ist dann wiederum eine deutsche Adresse. Ob die jetzt nur Distribution machen oder so, das weiß ich jetzt nicht. Oh, schön. Also erstmal, wir haben dieses, nennt sich das Silk Touch? Wie nennt man das, wenn eine Beschichtung außen drauf ist? Wobei ich selber die Erfahrung gemacht habe schon, dass die irgendwann nach 15 Jahren dann außen so angefangen haben, sich aufzulösen. Ob das jetzt hier genauso der Fall ist, weiß ich nicht. Ja? Vielleicht ist da die Technik auch weitergegangen. Ihr habt hier vorne ein, am besten, wo sieht man es am besten? Guck mal hier in die Kamera. Ja? Wir haben hier einen Federmechanismus, in dem ihr dann die Festplatten feststellen könnt. Wartet mal. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal zwei Platten geholt. Wir testen das Ganze mal. Ja, die rasten dann so ein, ja, und stecken dann da drin. Und mit der 3,5 Zoll. Weiß nicht, ob das dann irgendwann aber auch das. Ich sag mal, es steht stabil. Haben wir hier neben noch das Bild offen? Ja doch, steht super. Und da hätte man hier vorne halt diese Klonfunktion, den Button. Drücke ich jetzt nicht drauf, ohne Strom passiert da sowieso nichts, aber wir haben ja, ich weiß noch gar nicht, was auf meinen Platten drauf ist, ich muss die erstmal anschließen und selber mal nachschauen.
werde ich auch gleich vorbereiten. Wir schauen uns das Ganze trotzdem noch weiter an, was noch zu besehen ist. Wie gesagt, wir haben hier vorne diesen TF-Slot vorne für Karten. Und wir haben oben drüber einen SD-Karten-Slot. Die USB 3.0-Ports, wie gesagt, sind nach unten kompatibel. Ihr habt hinten noch den männlichen Stecker für die Verbindung an den PC, den 12-Volt-Anschluss und einen On-Off-Schalter. Ich denke, was für mich selber, ich kann nie genug USB-Ports am PC haben. Was ich jetzt so ein bisschen befürchte, ist, muss ich jetzt mal hier rüber wegen der Kamera. So. Was ich ein bisschen befürchte, ist bei mir, dass ich wollte eigentlich die USB-Ports nutzen, aber wenn ich jetzt sehe, dass hinten ein Power-Anschluss dran ist, dann werden wir dauerhaft Strom brauchen, damit die USB-Ports auch funktionieren. Wobei, vielleicht werden die auch durchgeschleust als USB-Hub und funktionieren auch im ausgeschalteten Zustand. Das werden wir testen, weil dann wäre es schön, alleine wenn ich jetzt mal hier zum Laden ein Telefon anschließe oder sei es auch nur ein USB-Stick oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht funktioniert, wenn der Power-Knopf nicht betätigt ist. Aber auch das werden wir testen. Was haben wir noch hier drin? Ja gut. Oh, wir haben sogar schön für Ausland und so weiter haben wir auch hier Adapter. Das Netzteil selbst hat dann hier so eine Einrastfunktion. Müssen die. Ah, okay. Man schiebt es nicht von oben rein, sondern setzt es mittig ein wegen der Arretierung und dann rastet es ein. Und ansonsten haben wir halt natürlich noch unser USB-Kabel. Grundsätzlich solltet ihr bei sowas, um Fehler zu vermeiden, viele schließen es vorne am PC an, die USB-Anschlüsse, weil es einfach einfacher ist. Weil es einfach einfacher ist, natürlich. Direkt die Tüte jetzt zerroppt, kein Problem. Aber ihr habt manchmal auch mit externen Platten Probleme an den Frontanschlüssen. Besser ist es immer über die Mainboard-Anschlüsse zu gehen, die hinten an der Rückseite sind. Auch ohne darauf einzugehen, warum das jetzt ist, kann verschiedene Ursachen haben, aber probiert es mal aus. So, ich werde jetzt mal hingehen, ich werde das Ganze mal anschließen und dann hänge ich mal ein paar Platten rein. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie es funktioniert, auch mit dem Klonen und so weiter. Also, bis gleich. Da sind wir wieder mit zwei USB-Sticks und einer SD-Speicherkarte. Was ich in dem Karton noch gefunden habe, ist übrigens hier eine Anleitung. Kann ich aber hier neben die andere Kamera halten eigentlich, oder? Wunderbar. Und zwar eine Anleitung auf Englisch, klein, kurz gehalten. Normalerweise braucht man solche Anleitungen ja nicht, aber in diesem Fall, sage ich mal, da hier auch der Klonvorgang beschrieben ist, wie die LEDs zu deuten sind etc., ist diese Anleitung sehr wichtig. Also solltet ihr sie vielleicht aufheben oder ist euer eigenes Risiko, wie ihr damit arbeitet. Aber wenn ihr nicht den Luxus habt, weitere Festplatten in Reserve zu haben, um da mal ein bisschen rumzuprobieren und ihr nur eure eine Platte auf eine SSD zum Beispiel klonen wollt, solltet ihr schon die Anleitung genau beachten, ja, weil ansonsten kann es zu Datenverlust kommen. So, jetzt gehen wir mal hin und schließen die USB-Sticks und die SD-Karte mal an und schauen uns das Ganze mal an gleich, wie das in Windows aussieht. Dafür machen wir jetzt mal einen Wechsel meiner Szene. So, sollte alles gehen, oder? Ja, wie man sieht, ist meine Befürchtung eingetroffen. Ich hatte ja gesagt vorhin schon, wenn der Stromstecker, der Schalter aus ist, werden die USB-Ports bestimmt nicht funktionieren. So ist es auch. Ich sehe hier keine weiteren Datenträger. Also es sind meine normalen Datenträger, die ihr gerade seht. Und ihr seht, sie sind alle voll. Also von daher macht es durchaus Sinn, mit so einer Station zu arbeiten. So, ich schalte mal an die Station. Okay. Auf diesem Laufwerk liegt ein Problem. Das ist bei mir, das liegt am Stick. Da würde ich nichts drauf geben. Hatte ich schon gehabt, als ich euch auch die Ladestation für das Headset und sowas präsentiert habe. Aber im Endeffekt, wir haben hier den einen USB-Stick. Wir haben hier den anderen USB-Stick und die, was haben wir hier, USB-Laufwerk, da ist nichts dran und wir haben hier 15 GB, das ist ein Stick, das ist ein Stick, aber die SD-Karte ist nicht zu sehen. Ah, war nicht richtig eingesteckt. Okay, man hat es gehört, sie ist eingerastet, ist eine 8 GB SD-Karte und ist leer. Ja, wie man sieht, funktioniert das auch schon mal. Jetzt werden wir hingehen, den nächsten Schritt machen und jetzt wechseln wir wieder mal in die andere Szene und stecken mal Festplatten ein und schauen mal, wie es sich mit den Festplatten verhält. So Leute, jetzt wird es spannend, ihr seht es ja, eine Festplatte ist dran, beziehungsweise zwei Festplatten sind drin, beide USB-Sticks sind drin und die SD-Karte. Wir wechseln mal auf eine andere Szene und ich schalte das Ganze mal an. Ja.
Wir sehen jetzt momentan, haben wir 5 Datenträger zu sehen. Jetzt schalte ich das ganze das Gerät mal an. Jetzt kommen wieder unten unsere Meldungen. Dann poppen natürlich die Datenträger auf. Ich mach's jetzt mal direkt zu halt. Jetzt noch die anderen Platten. So, und aus unseren 5 sind jetzt ein bisschen mehr geworden. Also wir haben im Endeffekt, wir haben hier den USB-Stick und haben hier den USB-Stick. Wir haben hier die SD-Karte. Und ich habe jetzt die Platten gerade vorher schon mal angeschlossen gehabt und benannt und formatiert. Einfach damit wir schon mal formatierte Festplatten haben. Wir haben einmal die 5 GB Platte, das ist die kleine 2,5 Zoll. Und hinten dran die 1 TB Festplatte, das ist die große Platte. Also die 3,5 Zoll. So, die beiden Datenträger sind leer. Ich bin reingegangen, habe mir mal eine 1,3 GB Datei bei mir als Quelle von der SSD, vom Betriebssystem, mal genommen und kopiere die jetzt mal hier rein. Und wir sehen im Endeffekt, wir haben hier einen Datendurchsatz 130 Megabyte pro Sekunde, nicht Megabit. Und ist, als ob ich von intern kopieren würde. Gut, die ist langsamer, aber es ist die 2,5 Zoll Festplatte vom Laptop, die auch deutlich langsamer arbeitet. Das hängt jetzt nicht an dieser Dockingstation, weil wir sehen es ja mit der großen 3,5 Zoll, dass wir hohe Datendurchsätze haben. Das heißt, wir haben momentan, wir sehen alles auf den jeweiligen Datenträgern. Ich werde jetzt hingehen, ich werde den Strom abschalten, werde die USB-Ports vorne wieder ziehen, werde die SD-Karte rausnehmen und werde mal hingehen, Partition auf den beiden Platten anlegen. Die zeige ich euch dann nochmal und dann machen wir einen Klontest und schauen an, was der Klon sagt und wie lange der Klon dauert. Ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet und zwar haben wir jetzt wir haben hier, das ist die Quellplatte, sprich das ist die 500 GB 2,5 Zoll Platte, die eingebaut ist. Hier eine 100 MB Volume quasi als System reserviert, wie man es ja von Betriebssystemplatten kennt, und die restlichen Speicher als Volume angelegt und dort einfach mal von mir 2 Dateien reinkopiert haben, 35 GB Daten. Dann haben wir die große Platte, die 3,5 Zoll, als Zielfestplatte in dem hinteren Slot. Die haben wir hier mit 1 TB und haben einfach nur leere Ordner angelegt. Jetzt werden wir hingehen und werden mal auf die andere Szene wechseln. Schaut mal, ich zeige euch, wie wir das jetzt machen. Wir gehen hin und schalten das Gerät aus und trennen es vom USB-Port, weil so steht es in der Anleitung. Haben jetzt nur Strom dran. Also wie gesagt, ich will verhindern, dass irgendwas jetzt mir gelöscht wird, was ich noch irgendwie brauchen würde oder sowas. Aber es sind ja, wie gesagt, Testplatten einfach nur. Testfestplatten. So, ich schalte das Ganze jetzt an. Wir sehen jetzt vorne, ich weiß nicht, ob man es mit der Kamera gut sieht, man sieht jetzt hier vorne, dass Strom da ist, dass eine Platte in Slot 1 und eine Platte in Slot 2 vorhanden ist. Zeigt er jetzt an. Jetzt nutzen wir mal den Klon-Button und halten ihn, wie in der Anleitung beschrieben, 5 Sekunden gedrückt. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hatte noch mal ein bisschen weiter gedrückt, sicherheitshalber. Was ist denn jetzt los? Und jetzt blinkt die vordere Platte. Jetzt sieht man aber auch, es ist ein Fortschrittsbalken. Die erste Lampe zeigt jetzt so ein Drittel an. Die zweite Lampe wären dann schon 2 Drittel. Und die dritte Lampe ist dann der volle Kreis. So, in der Theorie müsste jetzt ja das Cloning laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert. Wir haben ja hier einmal eine 500 GB und eine 1 TB Festplatte. Das heißt nicht gerade die kleinsten Platten. Und wir werden es einfach mal laufen lassen. Und ich melde mich dann wieder, sobald der Klonvorgang durch ist. Und nach Adam Riese sollten wir danach 4 Volumes haben. Und diese Zielordner sollten weg sein. Und dafür sollten quasi unser Datenstand mit den beiden Videodateien sollte doppelt vorhanden sein. Wir werden es einfach prüfen. So, wir haben nun 5.19 Uhr. Wir hatten angefangen gehabt, glaube gegen 3.30 Uhr oder so mit dem Klon. Und nun sind alle 3 Lämpchen an. In der Anleitung steht drin, sobald alle Lampen an sind, könnte man es ausschalten, Kabel wieder dran, anschalten und die Platten sollten erkannt werden und sollten da sein mit dem geklonten Zustand. Das Klonen ist auch wie in der Anleitung gelaufen, also sprich, er hat erst angefangen gehabt, von der ersten Lampe zu blinken, dann ist die dauerhaft angeblieben, dann hat er die zweite Lampe angefangen zu blinken, ist dauerhaft angeblieben irgendwann und dann die dritte und dann war es fertig gewesen. So, wir machen jetzt einfach das, was drin steht. Wir schalten es jetzt aus. So, stecken wir jetzt mal USB dran, schalten an,
Und switchen mal hier auf die andere Szene. Und mal gucken, ob die Platten jetzt auftauchen. Es sollten 4 Platten auftauchen. Oder nicht? Und da sind sie. So, mal schauen, wie es hier aussieht. Wir sehen jetzt hier, der Datenträger ist offline, der Zieldatenträger. Wir sagen mal, wir schalten ihn online. Die Daten sind da. So, wir gucken uns das nochmal an. Wir haben wir sehen ja vom Ziellaufwerk, H ist die 100 MB Partition und Laufwerk I ist die Partition mit den Daten. Und auch hier Video 33,2 und 1,25. Passt. Und er hat Quelle und Ziel gleich gelassen, hat jetzt hinten dran einen leeren Datenspeicher gemacht. Wenn ihr den nun erweitern wollt, wenn man jetzt hingeht und sagt hier Volume erweitern, weiter, 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 fertigstellen, dann habt ihr jetzt hinten dran ein großes Volume. Und ihr hättet trotzdem vorne auch die kleine Partition. Ihr seht, sie stehen direkt übereinander, die Datenträger. Im Endeffekt, sage ich mal, hat es ja funktioniert. Die Platte wäre jetzt normal da. Und wie ist das Fazit? Ich sag mal, ich bin echt begeistert, weil ich habe öfter mal Festplatten zu klonen und das kann ich nun recht einfach machen, ohne dass ich erst über eine Software gehen muss, und es hat hier im Testfall hat's funktioniert. Die Geschwindigkeiten sind okay, auch dass man alles gleichzeitig nutzen kann, wie SD-Karte und USB-Sticks, läuft alles super. Also ich bin durch die Bank weg zufrieden und ich finde 41,99 bzw. 31,99 ist für diese Lösung schon genial. Ich habe viele andere gesehen, wo die Bewertungen nicht so gut waren, und hier waren eigentlich, die Bewertungen haben schon für sich gesprochen. Und unten, ich kopiere euch natürlich den Link in die Beschreibung, ist wie immer ein Affiliate-Link, also sprich, wenn ihr über diesen Link kauft, kostet es euch keinen Cent mehr, aber es bringt mir einen kleinen Bonus. Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und euch das gefallen hat, dann gerne über diesen Link. Ich werde euch auch trotzdem auch mal unten, falls ihr gerade noch eine alte IDE-Festplatte habt, die ihr anschließen wollt, werde ich auch gerne den anderen Adapter nochmal verlinken, falls ich den noch bei Amazon finde. Also ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und schreibt mal gerne was in die Kommentare, lasst ein Like da und auch gerne ein Abo. Bis dann, euer Onkel Bogi, ciao!